Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie zu einer Lesung aus meinem Buch Mein Besuch bei den Ahnen. Hören Sie also zunächst, worum es hier geht. Vor nun schon mehreren Jahren, an einem grauen Wintertag, blätterte ich, Werner Müller, geboren 1948, gemeinsam mit meiner Frau Brigitte, Jahrgang 1949, wieder einmal in alten Fotos und Papieren aus den Nachlässen unserer Familien. Dabei stellten wir erneut fest, dass uns die auf nicht wenigen altertümlichen, teils recht vergilbten Fotos abgebildeten Menschen oft gänzlich unbekannt waren. Dazu fiel mir noch ein Vers Theodor Storms ein aus seiner Novelle Aquisubmersus. Gleich so wie Rauch und Staub verschwindt, also sind auch die Menschenkind. Sollte das so bleiben? Die da zu sehen waren und von denen geschrieben stand, das waren ja unsere Vorfahren. Das waren Menschen, die nach den Erkenntnissen der Naturwissenschaft, der Erdbiologie, bewusst oder unbewusst, zu einem Stück in uns weiterleben. Durch sie sind wir im Heute mit dem Gestern untrennbar verbunden. Eines Tages dann werden wir selber Vorfahren geworden sein, wie der Schriftsteller Erich Kästner so schön schreibt. Sollten wir uns vielleicht einmal darauf besinnen, dass wir nicht einsam und allein im Ozean der Zeit schwimmen, sondern jeder das Glied einer unzerreißbaren Kette ist, sogar noch nach dem Tod. Sollten wir vielleicht einmal über Zusammenhänge zwischen dem Gestern und dem Heute nachdenken? Sicher, das ist für junge Leute nicht so einfach zu verstehen. Die Theologin Margit Kessmann, ehemalige Bischöfin und zeitkritische Autorin nicht weniger Bücher, meint, dass wir in jungen Jahren ständig vorwärts leben und versuchen, die uns vor uns liegenden Herausforderungen zu bewältigen. Erst später, älter geworden, nehmen wir uns die Zeit, um einzuordnen, was wir und andere erlebt haben, suchen Zusammenhänge, eben in der zweiten Hälfte des Lebens. Da aber ist es oft schon zu spät, um Zeitzeugen, beispielsweise die Großeltern, zu befragen. Ich habe das schmerzhaft wahrnehmen müssen, denn beim Sammeln der Lebensdaten der Vorfahren ergaben sich immer wieder Fragen, die nicht so einfach zu beantworten waren. Mit 65 Jahren hatte ich mit tatkräftiger Hilfe meiner Frau Brigitte schon eine Ahnentafel für unsere Kinder angefertigt. Da waren sie schön aufgereiht, Eltern, Großeltern, Urgroßeltern. Auch die nächste Generation hatten wir manchmal gefunden, aber dafür war das verwendete Formular zu klein. Es reichte nur für Berufe, Geburtstodes und Hochzeitsdaten. Dazwischen gab es jedoch zahlreiche interessante, spannende, ja dramatische Geschichten von und über die Vorfahren, über ihr Leben zwischen Geburt und Tod, über die Verhältnisse, die sehr oft so einfach nicht waren, wie sie hätten sein sollen, für Brot und Wein, für ein Leben in Frieden und Zufriedenheit. Verhältnisse, die sie trotzdem überstanden, ja auch meisterten. Davon wollen wir für die Generation unserer Kinder und vielleicht auch die der nächsten Generation, also die der Enkel, ein wenig erzählen. Wie und was waren sie, die Vorfahren? Bevor wir mit unserem Bericht beginnen, noch ein Hinweis. Erzählt wird im Folgenden von den Vorfahren aus unserer Sicht, beziehungsweise der unserer Generation, also der jetzt etwa 70-Jährigen. Das sind unsere Eltern, die Großeltern unserer Kinder, unsere Großeltern, die Urgroßeltern der Kinder und so fort. Dabei landen wir schließlich bei unseren Urgroßeltern an. Das sind immerhin 8 Frauen und 8 Männer, über die zu berichten ist. Manchmal, wenn das möglich und sinnvoll war, sind wir noch einen Schritt weiter gegangen, zur nächsten Generation, zu den Ur-Ur-Großeltern. Beendet haben wir die Suche im Geäst des Familienstammbaumes dort, wo nur noch einzelne Namen zu finden waren. Schließlich, nach Fertigstellung des Manuskripts, sind wir zu dem Schluss gekommen, dass das von uns Gefundene auch für andere Familien interessant sein könnte.
Vielleicht finden Leser Parallelen zu Lebensläufen oder erhalten Anregungen für eigene Recherchen. Vorfahren meiner Familie fanden sich in Sachsen, in Böhmen und Mähren, in Niederschlesien und in Bayern. Lassen wir aus aktuellem Anlass einmal über die Vorfahren berichten, die vor ca. 150 Jahren in Böhmen, Mähren beheimatet waren. Aktuell deswegen, weil die Schicksale dieser Menschen zunehmend junge Menschen sowohl in Tschechien als auch in Deutschland beschäftigen. Beginnen wir also in der Zeit der Urgroßeltern, in der Donaumonarchie von Österreich-Ungarn in der damaligen Zeit, mit dem Titel »Ein Vielvölkerstaat zerbricht«. Die Geschichte der Donaumonarchie ist kompliziert und vielfältig. Ich aber bin ja kein Geschichtslehrer und will meine Leser nicht damit langweilen. Vielleicht nur so viel, dass dieser Vielvölkerstaat nach Ende des Ersten Weltkrieges zerbrach oder zerbrochen wurde und aus ihm verschiedene neue Staaten entstanden. Dazu gehörten Deutsch-Österreich und die Tschechoslowakei. Letztere war wieder ein Vielvölkerstaat, der sich aber unter Führung tschechischer Politiker wie Masaryk und Beneš eindeutig national-tschechisch ausrichtete. Sie wurden dabei von den Siegermächten des Krieges unterstützt, vor allem von Frankreich. Die Slowakei löste man mit Gewalt aus dem Mutterland Ungarn heraus. Die vor allem im gesamten Grenzgebiet Böhmens und Mährens sowie in einigen Sprachinseln lebenden Sudetendeutschen oder auch Deutschösterreicher fragte niemand. Verschiedene Versuche zu einer Volksabstimmung über ihren Verbleib in dem neuen Österreich wurden unterdrückt. Es gab auch Tote. Die Tschechoslowakei hatte Anfang der 1920er Jahre knapp 14 Millionen Einwohner. Rund 7 Millionen gehörten aus ethnischer Sicht zu den Tschechen, 2 Millionen zu den Slowaken und über 3 Millionen zu den Deutschen. In der 1920 verabschiedeten Verfassung war die Rede von einer tschechoslowakischen Nation und einer tschechoslowakischen Sprache. Beides Erfindungen, die dafür sorgten, dass sich die Slowaken als Staatsvolk betrachten konnten, die zahlenmäßig stärkeren Deutschen jedoch als nationale Minderheit galten. Theoretisch waren Tschechen und Slowaken in der neuen Republik gleichgestellt. Doch ohne Zweifel dominierten die Tschechen in allen Bereichen. Und das blieb nicht ohne Folgen. Selbst die Spaltung der Tschechoslowakei 1992 in zwei selbstständige Republiken ist mit darauf zurückzuführen. Nun wenden wir uns aber den Vorfahren zu. Das sind der Handschuhmacher Josef Höllmann und seine Frau, die Musikerin Rosa, geborene Bertel. Schauen wir also ins frühere Sudetenland. Von Vysluní, ehemals Sonnenberg, im heutigen Tschechien kommend, wurde in Kadan, ehemals Kaden, der Handschuhmacher Josef Höllmann mit seiner Frau Rosa sesshaft. Es war nicht einfach, Näheres über die Vergangenheit dieses Familienzweiges zu finden. Zeitzeugen konnten nicht mehr gefragt werden. Dokumente aus Nachlässen, Recherchen bei verschiedenen Standesämtern und in Archiven der Tschechischen Republik haben dann doch noch einiges zutage gebracht. Josefs Vater war Fleischer. Rosa stammte aus der Sonnenberger Musikerfamilie Bertel. Die zog immer auf Suche nach Beschäftigung durch die Lande und so fand ich in Rosas Geburtsurkunde als Geburtsort Varna in Bulgarien eingetragen. Geheiratet wurde 1894 in Kaden. Kinder aus dieser Familie waren Josef, Emil, Elvira und Albina, eine spätere Oma Brigittes. Die Handschuherzeugung war in alter Zeit kein eigenes Gewerbe. Handschuhe aus Leder erzeugten früher die Beutler, die eben Beutel aus Leder machten, aber auch Lederhosen, Säbeltaschen, Ranzen
und eben Handschuhe. Im 19. Jahrhundert hatte das Handwerk seine Blütezeit. Der größte Teil der Handschuhe wurde damals in Heimarbeit hergestellt. Das war auch bei den Höllmann so, wie sich Brigittes Vater Willi später an seinen Großvater erinnerte. Dabei war meistens die ganze Familie beschäftigt. Der Mann am Wirkstuhl, die Frau an der Nähmaschine, ungeübte Kräfte und Kinder jeden Alters, auch schon sehr kleine Kinder, werkten am Spulrad oder bei verschiedenen Hilfsarbeiten. Der für die Produktion benötigte Wirkstuhl wurde dem Handschuhmacher von einem Unternehmer gegen Entgelt zur Verfügung gestellt. Dieser nahm ihn nicht nur die Ware gegen einen bestimmten Preis ab, sondern versorgte ihn auch mit Garn, Seide und anderen Dingen, die er zur Herstellung der Handschuhe benötigte. An einem Tag soll ein geübter Handschuhmacher 12 Paar Handschuhe hergestellt haben. Der Lohn dafür war bescheiden, außerdem musste der Heimarbeiter in der Regel neben dem Stuhlzins auch noch die Auslagen für den Bruch von Nadeln und Platinen bestreiten. Die Zahl der Handschuhmachergehilfen und der Näherinnen war in der Bevölkerung Kadens beachtlich. Jofisum Emil war selbst Handschuhmacher, seine Tochter Gretel als Handschuhnäherin tätig. Das zu dieser Familie. Eine zweite Familie in dem Sudetenland ist die Bergmannsfamilie von Wilhelm Teubner mit seiner Frau Franziska, geborene Schiga, und mit 12 Kindern. Diese Familie fand ich in der heutigen Tschechischen Republik in Britkov, damals Jüdendorf. Das ist gar nicht weit von Teplice, damals Teplitz, entfernt, nahe der böhmisch-sächsischen Grenze. Dort lebte der aus Kotüne, ehemals Ketten, bei Liberec, damals Reichenberg, stammende Wilhelm Teubner mit seiner in Ribinani, damals Rybnian, geborenen Frau Franziska, die er um 1890 heiratete. Die beiden hatten 12 Kinder, 4 Mädchen und 8 Jungen. Der älteste war Wilhelm Franz, einer der späteren Opas oder Großväter von meiner Frau Brigitte. Er wurde als erster Sohn traditionsgemäß nach seinem Vater genannt. Das war in der Familie vorher so und auch später, bis hin zu den Eltern. Bei den Nachforschungen zu unserer Familiengeschichte halfen hier sogar tschechische Archive. Als Glücksumstand erwies sich außerdem, dass ich in Zwickau den Sohn des Mannes finden konnte, der Opa Wilhelms Schwester Anna geheiratet hatte. Er gab mir zur Geschichte der Familie Teubner wertvolle Hinweise. Vater Wilhelm wird in alten Akten als Kesselheizer und später Oberhauer im damaligen Braunkohlenbergbau in dieser Region genannt. Zum Oberhauer konnte man nach langjähriger erfolgreicher Berufserfahrung befördert werden und fungierte damit als Vorarbeiter. Da ja Teplitz nicht weit von meiner Heimatstadt Pirna entfernt ist, bin ich mit Brigitte und unseren zwei Kindern in den 1970er und 1980er Jahren manches Mal im sogenannten kleinen Grenzverkehr dort gewesen. Von Bergbau hatten wir nichts bemerkt. Doch eine Internetrecherche belehrte mich eines Besseren. Demnach begann in der Mitte des 19. Jahrhunderts der Abbau von Hartbraunkohle in den reichen Braunkohlenlagern der Umgebung der Stadt in größerem Stil. Teplitz entwickelte sich dadurch zu einem bedeutenden Industrie- und Handelsplatz. Der Abbau von Braunkohle erfolgte damals in den meisten Revieren im Tiefbau. Erst mit zunehmender Mechanisierung verschob sich das Gewicht der Gewinnung zum Tagebau. In der Nähe von Most, ebenfalls im nordböhmischen Becken gelegen, wurde noch bis 1991 Braunkohlentiefbau betrieben. Die Arbeit im Braunkohlenbergbau war schwer und oft gefährlich. Die Lebens- und Arbeitsbedingungen sicherten meistens nur das Überleben der Familie. Früher Tod der Bergleute war keine Seltenheit, genauso wie die Kinderarbeit. Ein Foto der Familie mit 12 Kindern, aufgenommen 1923 zur Hochzeit der Tochter Anna, zeigt einen Teil der Kinder barfuß und in ärmlicher Kleidung. Die Mutter Franziska ist 50 Jahre alt, der Vater Wilhelm 54. Vorn rechts fällt ein gut gekleideter junger Mann auf. Das war Wilhelm Teubner Junior mit 30 Jahren.
Er hatte Elektriker gelernt und zu diesem Zeitpunkt schon 7 Jahre erfolgreich im Elektrizitätswerk von Kaaden gearbeitet. So viel über diese Vorfahren aus der Urgroßelterngeneration. Nun kommen wir zur Zeit der Großeltern, also den Kindern der Urgroßeltern. Überschrieben ist dieses Kapitel mit Flucht aus Kaaden, Flucht aus dem Sudetenland. Es geht um den Elektriker Wilhelm Teubner und seine Frau Albina, geborene Höllmann. Wir verweilen also wieder im Sudetenland, zunächst im damaligen Landkreis Teplitz-Schönau. Hier war der am 22. Mai 1893 geborene Wilhelm Teubner, einer von Brigittes Großvätern, in einfachsten Verhältnissen als ältester von insgesamt 12 Geschwistern aufgewachsen. Er stammte, wie wir nun schon wissen, aus Jüdendorf, einer kleinen Gemeinde in der Nähe von Teplitz, nicht weit von der deutsch-tschechischen Grenze entfernt. Dort hatte er den Beruf eines Elektromonteurs erlernt und war anschließend als 17-Jähriger 1910 für 6 Monate im städtischen Elektrizitätswerk tätig. Seine Beurteilung aus dieser Zeit ließ sich wie folgt: Zeugnis, mittels welchen wir bestätigen, dass Herr Wilhelm Teubner in unserer Installationsabteilung in der Zeit vom 5. April 1910 bis 24. September 1910 als Kanzleihilfskraft und Zeichner zu unserer vollsten Zufriedenheit in Verwendung stand. Derselbe erwies sich als ein äußerst fleißiger und brauchbarer Mitarbeiter, sodass wir ihn jedermann bestens empfehlen können und auch zu seinem ferneren Vorkommen bestens Glück wünschen. 1916, also während der Zeit des Ersten Weltkrieges, trat der nun schon berufserfahrene Wilhelm in die Dienste des städtischen Elektrizitätswerkes in Kaaden, wo er bis zum 31. Januar 1923 tätig war. Auch hierfür liegt noch ein Zeugnis vor, in dem es unter anderem heißt: Im Jahre 1919 wurde er zum Obermonteur befördert und war von dieser Zeit an sowohl als Akquisiteur für Licht- und Kraftanlagen als auch als selbstständiger Leiter beim Bau von Ortsnetzen und Transformatorenstationen beschäftigt. Seit dem Herbst 1921 leitete er den Bau von Hochspannungsleitungen für 5.000 und 22.000 Volt Betriebsspannung und war auch bei der Instandhaltung der bereits im Betrieb befindlichen Fernleitungen tätig. Er hat sich während der ganzen Zeit als tüchtiger und selbstständiger Arbeiter erwiesen und war mit seinen Leistungen immer voll und ganz zufrieden. Er verlässt seinen Posten, um sich selbstständig zu machen, und wünschen wir ihm auf seinem weiteren Weg alles Beste. Wie wir aus diesen wenigen Zeilen erkennen, war damals die Weiterentwicklung der in den 1880er Jahren begonnenen Elektrifizierung des Landes in vollem Gange. Wilhelm hatte diesen Trend erkannt und war auch in den folgenden Jahren ein aufmerksamer Beobachter der Entwicklung der verschiedenen Bereiche der Elektrotechnik. Nach Kaaden war er also spätestens 1916 gelangt. Dort vermietete die Familie des Handschuhmachers Höllmann ein Zimmer an Untermieter, sicher möbliert, wie damals üblich, um die Familienkasse aufzubessern. Einer dieser Mieter war Wilhelm, der bei dieser Gelegenheit die am 22. November 1895 geborene Tochter des Hauses, Albina, näher kennenlernte. Dem folgte dann eine etwas überstürzte Heirat am 22. November 1919, da sich die am 10. März 1920 erfolgende Geburt des ersten Sohnes, Wilhelm Emil, genannt Willi, später Brigittes Vater, ankündigte. Was heute absolut kein Problem ist, ja fast die Regel, war damals, zumal in einer katholisch-konservativen Region und vor allem in den besseren Kreisen, undenkbar: Kinder gebären ohne Trauschein und Einwilligung der Eltern.
Albina war dieser Vorfall bis ins hohe Alter hinein peinlich. Sie betonte stets, dass sie in Weiß geheiratet habe, obwohl das einzig erhaltene Hochzeitsbild von ihr und Wilhelm das Gegenteil bezeugte. Ja, und der Familienklatsch berichtete, vor allem wenn bei Familienfeiern, mit Alkohol befeuert, von einer riskanten Frühgeburt ihres ersten Sohnes. Als knapp 4 Jahre später der zweite Sohn, Heinz, zur Welt kam, war schließlich alles in Ordnung. Albina war eine selbstbewusste, eigentlich aus heutiger Sicht sehr moderne Frau. Sie stammte ja aus einer Musikusfamilie und hatte in dieser Tradition lebend das Cello spielen gelernt. Als Mitglied einer bekannten Sonnenberger Damenkapelle bereiste sie mit ihrem Onkel Norddeutschland, Dänemark und Schweden. Bei Ausbruch des Ersten Weltkrieges, also mit 19 Jahren, war sie mit auf dem letzten Passagierschiff, das von Helgoland nach Hamburg fuhr. Danach war Albina noch einige Zeit im Büro in der Bezirkshauptmannschaft Kagen tätig und nebenbei als Musikbegleiterin bei Stummfilmaufführungen in Mautners Kino in Kagen. Im Februar 1923 gründete Wilhelm seinen eigenen Handwerksbetrieb. Mit Datum 10.01.1924 erhielt er von der damaligen Bezirksverwaltung Kagen die Konzession zur Ausübung der Elektrotechnikergewerbe mit dem Standort in Kagen, mit der Berechtigung zur Errichtung von Leitungsnetzen für Beleuchtungs- und Kraftzwecken sowie für gewerbliche und häusliche Benutzung. Albina half ihm dabei tatkräftig, wurde im Betrieb mithelfende Ehefrau und im Ladengeschäft die Chefin. Mit Weitsicht wurde der Tätigkeitsbereich auf den Rundfunksektor erweitert, auf Verkauf und Reparatur von Radios. Davon zeugen der Mitgliedsausweis des Verbandes Deutscher Funkhändler in der CSR für das Jahr 1938, ein Einzelhändler-Rabattausweis für lose Telefunken- und Valvo-Röhren 1939-40 und das Abschlusszeugnis für den Berufsförderungslehrgang 1 der Fachgruppe Rundfunk, der Wirtschaftsgruppe Einzelhandel vom 24. Mai 1941. Ein kurzer Hinweis dazu, zu den erwähnten Röhren. Die Rundfunkröhrenempfänger lösten ab 1924 die Detektorempfänger ab, die nur Kopfhörerempfang zuließen. Die Zahl der im Empfänger eingesetzten Elektronenröhren war ein wichtiges Qualitätskriterium. Ein Hinweis auf den getriebenen Schaltungsaufwand. Röhrenempfänger waren bis in die 1960er Jahre gebaut. Danach begannen die Transistorgeräte ihren Siegeszug. Nun, so weit war man damals natürlich noch nicht. Aber Wilhelm hatte seinen Betrieb so entwickelt, dass er 1943 die Befugnis zur Ausbildung von Rundfunkinstandsetzern erhielt. Ein eigenes Haus mit Ladengeschäft für Elektrofahren konnte gekauft und den beiden Söhnen eine gute Ausbildung finanziert werden. Erstes Betriebsauto war, wie Sohn Willi an einer späteren Zeitungsabbildung vermerkt, 1926 ein Tatra 12. Übrigens bildete Wilhelm Junior das älteste der 12 Teubner-Kinder in seinem Betrieb später seinen jüngsten Bruder zum Elektriker aus. So kam der 8. Mai heran, der Tag der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht. Damit begann für die deutsche Bevölkerung des Sudetenlandes eine schwere Zeit. Die Deutschen wurden wie überall in der neu entstandenen Tschechoslowakei vertrieben. Anfangs sehr brutal, begleitet von Mord und Terror in der sogenannten wilden Vertreibung. Danach ab 1946 geordneter, abgeschoben oft in Transporten mit offenen Viehwaggons der Bahn in die sowjetisch und amerikanisch besetzten Zonen Deutschlands. Dies waren barbarische Reaktionen auf die Barbarei der Nazi-Besatzung. Zugleich ein selbstzerstörerischer Akt auf der tschechischen Seite, dessen Ausmaß erst Jahrzehnte später erkannt wurde.
Unzählige Frauen und Männer wurden auch unmittelbar nach Kriegsende zu Zwangsarbeit in die innere Tschechoslowakei verbracht, vielfach in Kohlebergwerke Böhmens. Von der Aussiedlung ausgenommen waren unersetzliche Spezialisten und Facharbeiter wie Bergleute, Chemiker oder Techniker. Insgesamt soll das rund 60.000 Personen betroffen haben. Sie erhielten verschiedene Erleichterungen gegenüber den übrigen Deutschen. So durften sie ihre Wohnungen behalten, erhielten normale Lebensmittelzuteilungen und durften öffentliche Verkehrsmittel benutzen. Mit tschechischen Bürgern verheiratete Deutsche durften zunächst aller Rechte beraubt, ebenfalls bleiben. Eine umfangreiche Betrachtung der Ereignisse samt Vorgeschichte und Nachwirkungen würde den Rahmen dieses Buches sprengen. Hierzu verweise ich auf zahlreiche vorliegende Veröffentlichungen und auf eine zutreffende Bemerkung Erich Kästners in einem seiner Epigramme. Neue Dummheiten werden durch alte Verbrechen höchstens erklärt, bestimmt nicht entschuldigt. Doch nun zurück nach Kaaden. Hier in Kaaden wurde nach Berichten von Zeitzeugen am 25. Mai 1945 die deutsche Familie Gubi öffentlich auf dem Marktplatz hingerichtet, zur Abschreckung der übrigen. Vom 31. Mai 1945 bis 12. Juni 1945 folgten 54 weitere Hinrichtungen zur Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit im Hof des Bezirksgerichtes in Kaaden. Das wurde in deutscher und tschechischer Sprache bekannt gemacht. In dieser Situation, Angst, Schrecken, Gerüchte, Drohungen, erhielt Wilhelm vom tschechischen Verwalter bzw. Geschäftsführer des inzwischen enteigneten Betriebes den vertraulichen Hinweis, in der kommenden, der vorletzten Septemberwoche 1945 sei sein schon zu Hause weilender Sohn Willi zur Deportation in ein Zwangsarbeitslager, wahrscheinlich zum Bergbau, vorgesehen. Schon allein diese Mitteilung zeigt, dass bei weitem nicht alle Tschechen mit dem Vorgehen gegen ihre Mitbürger allein aufgrund der deutschen Abstammung einverstanden waren. Dazu kam, dass sich die Teubens nicht von ihren tschechischen Mitbürgern absonderten, sondern einen ganz normalen Umgang mit ihnen pflegten. Sohn Willi war bei einem Schüleraustausch in den Ferien öfters im hauptsächlich tschechischsprachigen Gebiet gewesen, hatte dort einen Freund gefunden und auch die tschechische Sprache erlernt. Vater Wilhelm zeigte zudem Zivilcourage, als er im Oktober 1939 einen aus dem KZ entlassenen Elektriker, der nirgends mehr Arbeit bekam, in seinen Betrieb anstellte. Ein zur Arbeit bei ihm verpflichteter französischer Kriegsgefangener verabschiedete sich voller Dankbarkeit bei seiner Abreise in die Heimat. Alles das bestätigte schriftlich ein weiterer ehemaliger tschechischer Mitarbeiter. Doch in dieser Zeit genügte allein die deutsche Herkunft, um entrechtet zu werden. Albina und Wilhelm waren sich deshalb zu diesem Zeitpunkt schon darüber im Klaren, dass sie ihre Heimat würden aufgeben müssen. Die angekündigte Deportation ihres Sohnes Willi zur Zwangsarbeit konnte unter den gegebenen Umständen auch dessen Tod bedeuten. Also blieb nur die gemeinsame Flucht. Die bereiteten sie in der wenigen zur Verfügung stehenden Zeit mit einer befreundeten Familie vor. Man traf sich schließlich, es muss an einem Sonntag, am 23. September 1945 gewesen sein, außerhalb der Stadt wie zu einem Spaziergang. Teubners auch mit ihrer Dackelhündin Anja, die Frauen in sonntäglicher Kleidung, lediglich mit ihren Handtaschen, mit unverfänglichem Inhalt. Willi war mit Fahrzeug und Werkzeug getrennt losgezogen, ausgestattet wie zu einer Arbeit in der bäuerlichen Umgebung. Man traf sich dann in sicherer Entfernung von Kaaden in einem Waldstück. Der Mann der befreundeten Familie kam schließlich mit Rucksack für etwas Proviant hinzu. Dann ging es zu Fuß weiter in Richtung Grenze, die damals von russischen Soldaten, aber auch von tschechischen Milizen bewacht wurde.
Ein Führer brachte die Flüchtlinge an eine günstige Stelle zum möglichst gefahrlosen Übertritt. Zuvor hatte er die Dackelhündin noch töten müssen. Ihr Gebell hätte alle verraten können. Nach einem Fußmarsch von etwa 30 bis 40 Kilometern konnte die Grenze zu Sachsen zwischen Marienberg und Annaberg-Buchholz schließlich überschritten werden. Doch wie nun weiter? Willi erinnerte sich an Erzählungen eines Kriegskameraden, der aus dem Dorf Ködel in der Nähe von Mirane stammte. Das war der einzige Bekannte in der neuen Umgebung. Also erkämpfte man sich in einem der überfüllten Züge ein paar Plätze in die gewünschte Richtung. Von Glauchau aus ging es weiter zu Fuß oder mit etwas Glück auf einem Lastwagen. Am 27. September 1945 war man endlich am Ziel, wurde von der Familie des befreundeten Soldaten aufgenommen. Man hatte wieder ein Dach über dem Kopf, auch wenn es nur eine armselige Bodenkammer war. In dem Dorf begann die Familie, Sohn Heinz hatte schließlich auch dahin gefunden, sofort mit der ihr eigenen Zielstrebigkeit und Energie sich eine neue Existenz zu schaffen. Das fing an mit Elektroinstallationen auf den Bauernhöfen und wurde fortgesetzt mit der Produktion und Reparatur von Elektrogeräten wie Elektrokochern, Bügeleisen und Tauchsiedern. Genehmigungen für entsprechendes Gewerbe aus den Jahren von 1948 bis 1949, als das Chaos des Zusammenbruches des sogenannten Dritten Reiches und der Besetzung durch alliierte Truppen einer geordneten Verwaltung wich, zeugen von diesen Aktivitäten. Von Ködel gelangte die Familie über Ponitz immer gemeinsam mit ihren Söhnen Willi und Heinz schließlich 1953 nach Werdau. Mit der Genehmigung für sein Gewerbe in dieser Stadt war die Auflage für Vater Wilhelm verbunden, umgehend die Meisterprüfung zu absolvieren. Die fehlte ihm noch, war unter der Bedingung des Vorkriegs der Vorkriegs-Tschechoslowakei nicht erforderlich gewesen. Jetzt holte er das Fehlende mit Bravour nach. Da war seine Frau Albina schon im 58., er selbst im 60. Lebensjahr. Die Geschäfte scheinen gut gegangen zu sein, trotz mancher Steine, die den Selbstständigen in der DDR in den Weg gelegt wurden. Man konnte sich in einer Reihenhaussiedlung ein kleines Einfamilienhaus kaufen, das später gegen die Hälfte eines Doppelhauses mit Garten ausgetauscht wurde. Zudem von Wilhelm Teubner bis ins 75. Lebensjahr selbstgeführten Installationsbetrieb hatten sich in den 1950er Jahren ein großes, von Sohn Willi geführtes Ladengeschäft für Elektrogeräte und eine von Sohn Heinz betriebene Rundfunk- und Fernsehreparaturwerkstatt gesellt. Der Name Teubner hatte in der neuen Heimat aufgrund der geleisteten Arbeit erneut einen guten Ruf bekommen und war weit über den Kreis Werdau hinaus bekannt. Nachdem Wilhelm am 11. Januar 1974 seinen Lebensweg beendete, erwies ihm eine große Trauergemeinde die letzte Ehre. Albina folgte ihm 6 Jahre später am 30. Januar 1980. Aber was ist aus den Geschwistern der beiden geworden, nach ihrer Vertreibung aus der Heimat? Nach längerer Recherche fand ich einige Antworten auf diese Frage, aber eben nur einige. Hier sind sie. Albina, die Tochter und ältestes Kind des Handschuhmachers Josef Hellmann aus Kaden, hatte ja noch 3 Geschwister. Schwester Elvira, genannt die Tanti, und Bruder Emil mit seiner Frau Leopoldine sind gemeinsam mit ihrer Mutter, der damals schon verwitweten Rosa Höllmann, während der Vertreibung der Sudetendeutschen nach Harrieden gekommen. Das ist eine kleine Stadt im mittelfränkischen Landkreis Ansbach. Sie wurden hier sesshaft und hier fand sie auch der Mann Enviras, der Josef Dittrich, wieder. Er wurde am 29. April 1950 in Frankfurt oder als Kriegsgefangener aus der russischen Gewahrsmacht in die DDR entlassen und kam von dort am 2. Mai 1950 über Hof
in die BRD. Anna, die Frau von Josef Höllmann, verschlug es während der Vertreibung das Durchgangslager Pitting bei Bad Reichenhall. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges wurden dort über 2 Millionen Flüchtlinge und Heimatvertriebene aus ost- und südosteuropäischen Ländern registriert und über die ganze Bundesrepublik verteilt. Viele fanden dort ihre zweite Heimat, so auch Anna und ihr später aus englischer Gefangenschaft heimkehrender Mann Josef, genannter Pep. Die Einwohnerzahl der Gemeinde stieg von 1140 1939 auf 1540 im Jahr 1946. Was wurde aus den 12 Teubner-Geschwistern? Der mit 76 Jahren aus der Heimat Kaden vertriebene, damals schon verwitwete Vater Wilhelm Teubner gelangte gemeinsam mit seiner Tochter Anna nach Mühlhausen in Thüringen. Dort lernte die 1940 geschiedene, dann als Verkäuferin arbeitende Anna den verwitweten Modellbauer Otto Heimann kennen. Sie heirateten 1954 im Alter von 55 die Anna bzw. 63 Jahren der Otto und hatten noch eine glückliche gemeinsame Zeit. Vater Wilhelm starb mit 80 Lebensjahren am 10. September 1950. Richard Josef Teubner, der Zweitgeborene nach Wilhelm, fand in Zeulenroda in Thüringen mit seiner Frau eine neue Heimat. Maximilian Karl Teubner, eines der jüngeren Kinder, gelangte nach Freiberg in Sachsen, wo er 1946 die Verkäuferin Irma Milder heiratete und 76-jährig 1987 starb. Von Julius Teubner war nur zu erfahren, dass er nach der Vertreibung wahrscheinlich in Bad Frankenhausen sesshaft wurde. Eine Tochter der Teubner-Familie, Josefa, hatte vor 1945 einen Tschechen geheiratet und ging entsprechend den damaligen Bestimmungen der Vertreibung. Aus dieser Ehe stammten zwei Jungen, Josef Pospischil, genannter Pepi, und Walter Pospischil, sowie ein Mädchen, Hedwiga, die dann in der CSR aufwuchsen. Pepi heiratete die Miloš, die einer rein tschechischen Familie entstammte. Diese wieder hatte in Krupka, ehemals Grauben, das Haus von vertriebenen Deutschen erhalten, in das später Pepis Familie einzog. Vom Erzählen der Familie weiß ich noch, dass Wilhelm Junior in den 1950er Jahren die in der Gegend wohnende Schwester besuchen wollte. Dabei machte sie auch Halt in Krupka bei ihrem Neffen. Albina aber war nicht zu bewegen, ihren Fuß über die Schwelle dieses geraubten Anwesens zu setzen. Aus meiner Sicht und mit dem Wissen um die Vergangenheit eine gut zu verstehende Haltung. Und wo sind die anderen geblieben? Ich weiß es nicht. Liebe Zuhörerschaft, abschließend will ich aus der Zeit der Eltern, also meiner Eltern und der Brigittes, noch einige Dinge beispielhaft berichten, wie sie in dieser schweren Nachkriegszeit ihr Leben gestalteten. Das Übrige können Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei gewecktem Interesse gern selbst und dann natürlich ausführlich nachlesen. Also gehen wir nochmal zu der Zeit der Eltern und gelangen zur Ankunft in Werdau in Sachsen. Zunächst sind wir aber im Dorf Schönberg bei Merane. Dort wurde Brigittes Mutter Adita am 19. November 1922 geboren. Aufgewachsen ist sie im elterlichen Haus, dem Gasthof Schönberg, gemeinsam mit der 1926 zur Welt gekommenen Schwester Jutta. Das Kriegsende erlebte Anita im Alter von 23 Jahren. Kriegsende. Das bedeutete, keine Angst mehr haben zu müssen vor Bombenflugzeugen, keine täglichen Todesanzeigen mehr in den Zeitungen und eine ungewisse Zukunft im zerstörten Deutschland. Doch man hatte überlebt und langsam mit den nächsten Jahren normalisierte sich das Leben. Endlich konnte auch wieder öffentlich musiziert und getanzt werden,
was ja während des Krieges besonders strikt nach dem Fall von Stalingrad verboten war und besonders von der jungen Generation vermisst wurde. Während solch einer Tanzveranstaltung zum Erntedankfest 1946 in Gasthof Ködel lernte Anita dann Willi kennen. Willi war gegen Kriegsende ziemlich schwer an Scharlach erkrankt gewesen. Vom Lazarett schickte man ihn dann auf Genesungsurlaub in seine Heimatstadt, wo er das Kriegsende erlebte. Ein verständnisvoller Arzt hatte seine Transportunfähigkeit zurück zur kämpfenden Truppe immer wieder verlängert. Der letzte Eintrag im Urlaubsschein für die voraussichtlich endgültige Genesung ist auf den 12. Mai 1945 datiert. Da war der Krieg dann glücklicherweise beendet. Die folgende Verschnaufpause war kurz. Bereits im September diesen Jahres musste Wilhelm mit seinen Eltern aus dem Land fliehen, das einst seine Heimat gewesen war. Im Dorf Ködel bei der sächsischen Stadt Mirane fanden sich schließlich hilfsbereite Menschen, die beim Neuanfang halfen. Vater Wilhelm, der gelernte Elektromonteur, übernahm die Reparatur und Neuinstallation von Elektroanlagen in den umliegenden Dörfern. Wilhelm und Heinz begannen zunächst mit Reparaturarbeiten von elektrischen Haushaltgeräten und wenig später auch mit der Herstellung von Glühkochern, Bügeleisen, Tauchsiedern, Lampen und Steckern. Es wurde ja so viel gebraucht in dieser Nachkriegszeit, vor allem von denen, die alles verloren hatten. Produktionsstätte war ab Mai 1940 in dem genannten Dorf eine kleine Baracke, damals vom Reichsarbeitsdienst genutzt. Wie schwierig das alles war, ist heute nur noch schwer nachzuvollziehen. Allein die Materialbeschaffung war ein Riesenproblem. Am Anfang musste alles im Rucksack herbeigeschafft werden. In tagelangen Reisen mit überfüllten und keineswegs nach Fahrplan verkehrenden Zügen. Der im Jahr 2002 verfassten Ortschronik von Schönberg ist Folgendes zu entnehmen. Etwa 1945 bauten sich die Brüder Heinz und Willi Teubner in einer Baracke, die auf dem heutigen Grundstück von Johannes Köhler stand, eine Werkstatt für elektrotechnische Arbeiten auf. Heinz Teubner muss auf dem Gebiet der Elektronik eine Kapazität gewesen sein. Er reparierte nicht nur Rundfunkempfänger, sondern beschäftigte sich auch mit der Herstellung neuer Geräte. Das Betätigungsfeld seines Bruders Willi lag im elektrischen Bereich, also in der Elektroinstallation. Heinz Teubner hatte während seines Militärdienstes Kenntnisse in der Funktechnik erworben, die sich jetzt als sehr nützlich erwiesen. Die Teubner-Jungs begannen selbst, Rundfunkgeräte herzustellen. Schon 1948 produzierten 5 Mitarbeiter pro Woche 10 Rundfunkapparate. Das waren zunächst relativ einfache Geräte, sogenannte Einkreiser. Teile aus alten Wehrmachtsbeständen bildeten die Produktionsgrundlage. Das nächste bereits weiterentwickelte Gerät aus ihrer Herstellung hieß dann Super. Noch 1948 konnten im thüringischen Nachbarort Ponitz endlich größere Räume gefunden werden. Der kleinere Betrieb zog um. Am 1. September 1949 eröffneten die Teubners das neue Geschäft. Nun war es auch möglich, den Handel mit verschiedensten Leuchten und Elektrogeräten aufzunehmen und eine Batterieladestation zu betreiben. Letztere wurde dringend gebraucht, um die damals vor allem in Autos verwendeten Bleiakkumulatoren wieder aufzuladen. 1953 kam es dann schließlich zum letzten Umzug der Firma, diesmal in die damalige Kreisstadt Werdau. Nun konnte endlich ein richtiges Ladengeschäft eröffnet werden, ähnlich dem, das bei der Vertreibung aus Kaden zurückgelassen werden musste. Kurzzeitig ist Willi in den Anfangsjahren nach dem Zusammenbruch des Dritten Reiches auch in der SED gewesen. Sicher mit dem Wunsch, es möge nie wieder ein Krieg Deutschland verwüsten.
aber wohl auch, um eine Gewerbegenehmigung als selbstständiger Einzelhändler zu erhalten. Später, unter dem Eindruck der Ereignisse des 17. Juni 1953, erklärte er konsequenterweise seinen Austritt aus dieser Partei. Er ließ sich auch hier nicht vereinnahmen, schloss sich aber nicht aus, wenn er das mit seiner Lebenseinstellung vereinbaren konnte. Für sein Engagement als Einzelhändler erhielt er vom HO-Kreisbetrieb sogar die Auszeichnung als Aktivist der sozialistischen Arbeit. Einige Jahre, von 1948 bis 1953, war Brigittes Vater sogar nebenberuflich in einer Berufsschule in Gößnitz als Lehrer tätig. Der Neuanfang nach dem Krieg kostete schließlich Geld. Und Lehrer wurden dringend gebraucht, auch Seiteneinsteiger. Als mit Beginn des Lehrjahres 1953/54 genügend Lehrkräfte aus der regulären Berufsschulausbildung zur Verfügung standen, wurden Dienstverträge für nebenberufliche Lehrkräfte gekündigt. In einem Schreiben des Rates des Kreises Schmölln heißt es unter anderem: Für Ihre Tätigkeit, die Sie 5 Jahre an der Berufsschule Gößnitz ausübten, möchten wir Ihnen unsere Anerkennung und unseren Dank aussprechen. Sie haben mitgeholfen, unsere Jugend auszubilden und zu erziehen. Es waren große Aufgaben, die die Berufsausbildung in den letzten Jahren zu erfüllen hatte und die sie dank des Einsatzes aller Lehrkräfte auch erfüllt hat. Drängen sich da nicht Vergleiche mit dem Lehrermangel in Sachsen um 2020 auf? Die sind freilich nicht durch einen Krieg bedingt, sondern haben eine politisch hausgemachte Ursache. Also nutzte Lilly wieder sein Talent zur Wissensvermittlung, was ihm auch Freude bereitete. Auf einem Foto sieht man ihn 1951 inmitten seiner Schüler. Aber auch musisch war mein Schwiegervater begabt und tätig, so von 1948 bis 1951 als Leiter einer Laienspielgruppe in Schönberg, die beachtliche Erfolge mit ihren Aufführungen hatte. Die schon erwähnte Ortschronik berichtet darüber. 1948 bildete sich eine Gruppe junger Leute, die aus Freude am Theater den Menschen in dieser schweren Nachkriegszeit etwas Abwechslung bringen wollten. Zu ihnen gehörten unter anderem auch Willi Teubner. Er übernahm die Leitung. Jeden Freitag trafen sie sich im Saal des Gasthofes Ködel und studierten Volksstücke und Schwänke ein. Das Karl-Liebknecht-Haus Mirane stellte die Kulissen für das Bühnenbild zur Verfügung. Die Requisiten brachten die Spieler aus dem eigenen Haushalt mit. Kostüme erhielten sie vom Kostümverlieben Heide aus Mirane. Die erste Vorstellung mit dem Stück »Die spanische Fliege« fand im mit 350 Zuschauern überfüllten Saal des Gasthofes Ködel statt. Das Publikum war begeistert. Der erste Auftritt wurde somit zum Riesenerfolg und war gleichzeitig Ansporn für weitere Aufführungen, die von nun ab auch in Gasthöfen der umliegenden Dörfer oder im Gößnitzer Kino stattfanden. Die Zuschauerresonanz war zu jeder Vorführung groß. Der Erfolg der kleinen Laienspielgruppe sprach sich recht bald herum. Sogar dem Altenburger Stadttheater soll sie Konkurrenz gemacht haben. Denn eines Tages erhielten die Spieler von besagter Stelle einen Beschwerdebrief, weil die Besucherzahl im Theater drastisch zurückgegangen war. Doch sie ließen sich davon nicht einschüchtern und erfreuten weiterhin ihr Publikum mit Volksstücken und Schwänken. Im Jahr 1951 löste sich die Laienspielgruppe aus. So viel auszugsweise aus der Zeit dieser Eltern. Damit komme ich jetzt zum Schluss meiner Buchlesung. Meine Familiengeschichte, wie ich sie gefunden habe, hat mir Weltgeschichte im Kleinen vermittelt. Das Suchen nach Lebenswegen der Vorfahren half mir beim Finden von Antworten auf heutige Fragen des Lebens. Vielleicht geht es dem Leser dieser Zeilen ebenso. Wenn es stimmt, was manche Familienforscher meinen,
nämlich dass Traditionen, Werte und Alltag in der Geschichte zunehmend auch für junge Menschen wieder interessant werden, sie etwas über ihre Wurzeln erfahren möchten, dann war auch meine Arbeit an diesem Buch nicht umsonst. Ob mir das gelungen ist, wird sich erst noch zeigen. Aber einmal muss Schluss sein mit der Schreibarbeit und den mache ich jetzt. Punkt.